Liebe LSC-Fans, willkommen zum heutigen LSC-TV. Heute habe ich Kapitän Chrissy Wolf und Dennis Mestrum zu Gast. Frage 1 an dich, Chrissy. Was macht dein Bein? Ja, hi erstmal. Wie du siehst, der Gips ist ab und das seit 2 Wochen jetzt. Und seit den 2 Wochen laufe ich jetzt mit einer Teilbelastung rum. 20 Kilo darf ich schon belasten und mache jetzt Physiotherapie. Und es wird. Dauert zwar noch seine Zeit, aber keine Schmerzen mehr und sieht gut aus. Das ist sehr gut. Ja. Chrissy, bist du zufrieden mit der Hinrunde? Ja, und wir stehen auf dem 6. Platz. Das ist bis jetzt natürlich ein super Ergebnis. Haben wir 18 Punkte schon geholt und hätte das vor der Saison einer gesagt, dass wir nach der Hinrunde so dastehen. Und jetzt alle blind unterschrieben und haben auch gegen die ersten 3 immer gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt. Und das ist ja, hervorragend. Ja, finde ich auch. Dennis, du bist wieder top in Form. Was bleibt dir von der Hinrunde in Erinnerung? Ja, auf jeden Fall sehr durchwachsen, die Hinrunde. Und hatten viel Spaß, haben viele Erfolge gegen Mannschaften gefeiert, wo wir ja, vor der Saison wohl nicht gedacht hätten, dass wir die schlagen können oder da punkten können. Und ja, auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Hinrunde für uns. Mhm. An welche Spiele erinnert ihr euch beide besonders? Ja, einmal das Spiel gegen Neuss, das erste Spiel in der 3. Liga, hier zu Hause. Haben wir ja gewonnen mit 2 Toren und das war von der Stimmung her super. Und wir hätten auch nicht gedacht, dass wir gegen die favorisierten Neusser gewinnen. Und das war natürlich ein super Ereignis und leider halt das Spiel gegen Friedenbeck, die da ungeschlagen waren, sind die hingekommen und wir haben mal unentschieden gespielt, das war schön, aber ich mich da leider in der 50. Minute verletzt und seitdem leider kein Spiel mehr gemacht. Ja, und das Spiel gegen Krefeld, die zu dem Zeitpunkt auch Erster waren, wo wir dann in Dormagen gespielt haben und auch die geschlagen haben, das war natürlich auch sensationell. Mhm. An welche Spiele erinnerst du dich? Ja, ich habe auch ähnliche Spiele im Hinterkopf, auch gerade gegen Neuss. Das erste Spiel war natürlich ein Highlight und dass wir da gewinnen konnten gegen die und hier vor heimischer Kulisse direkt so viel Spaß am Spiel verbreiten konnten, das war echt eine coole Sache. Wir haben noch 3 Zuschauerfragen, die uns per Twitter erreicht haben. Erstens, Dennis, hast du eine Freundin? Ja, auch schon sehr lange. Frage 2, auch an Dennis. Gehst du nicht mehr im Fitti trainieren? Tatsächlich im Moment nicht mehr so viel, seit einigen Monaten nach einer Verletzung am Arm. Ja, sieht alles ein bisschen zurück. Ja, ich bin ein bisschen schwach auf der Brust geworden. Ja. Ich merke das auch. Frage 3 an dich heute. Ja. Was geht am Freitag in Neuss? Ja, also Neuss liegt uns ja ganz gut. Nee, also Neuss ist natürlich immer noch der klare Favorit und allein von den Einzelspielern her und wir haben ja auch viele Ausfälle. Tim hat sich leider verletzt, der Kiki wurde jetzt operiert. Aber ich sag mal so, wenn wir eine Top-Leistung abrufen, warum soll da nicht 2 Punkte drin sein, ne? Mhm. Vielen Dank euch beiden. Bis bald, liebe Zuschauer bei LSC TV. Ja, danke.